Weiß jemand, wie der Stick heißt mit den alten Nintendo-Spielen inklusive zwei Controllern? Der Stick mit den alten Nintendo-Spielen inklusive zwei Controller? Der ist der? Ich weiß leider gerade nicht genau, was du meinst, weil das hört sich an wie ein Spiel. Ja, die Höhle haben wir fertig. Gut. Gehen wir mal kurz wieder dahin. Ich bin das Gegenstück von dir. Brauche etwas, was mich leitet. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Gerade bei dem Spiel haben viele, gehen dahin, die können sich diese Ziele nicht verfolgen. Ich verfolge immer so ein bisschen meine Ziele, wenn ich das hier spiele. Nicht, dass ich die Ziele immer nur komplett nur mache. Also es ist auch schon so, dass ich mich auch mal was anderes gemacht habe in den Streams, ja. Aber ich habe meistens überwiegend so meine Ziele, die ich weitermache. So, ich werde natürlich noch weitermachen, ich höre jetzt nicht auf. Ich hole mal eben was. Ich habe hier ein bisschen Musik. Bin gleich wieder da. So. Warte mal. Schießt man den Fernseher an und kann spielen. Ach, mir jetzt gerade nicht, was du meinst. Muss ich leider enttäuschen. Mal gucken, welche Höhlen haben wir denn alle schon? Wir haben schon echt viele gemacht. Geht doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Haben wir die Höhle da? Nein, die haben wir nicht. Wie sieht Special aus? Hier war früher noch ein... Hier war ein Schrein mal drin, ne? Oder? Ich glaube, ja. So, kannst du mir sagen, wann Fedora auftaucht? Wo Fedora auftaucht und wann? Gibt's nicht. Es gibt keine Zeiten mehr, Gamer-Fan. Moment. Du kannst Drachen nicht mehr nach Uhrzeiten abfarmen. Die sind nämlich nicht mehr daran gebunden. Die fliegen immer ihre Runde. Und egal, ob du die Zeit vorstellst oder nicht, die bleiben immer auf ihrer Route stehen. Du kannst, wenn du zum Lagerfeuer gehst und von 12 Uhr auf 21 Uhr stellst, ist der Drache genau an denselben Punkt wieder wie vorher auch. Deshalb, es gibt sowas mit Uhrzeiten nicht mehr. Du musst nur wissen, wie die Drachen fliegen. Und ich kann dir sagen, der Farotra fliegt... Farotra fliegt hier aus diesem Loch raus, hier lang, hier so lang, dann hier so bis zum See, dann wieder in dieses Loch rein und dann im Untergrund hat er irgendwie so eine gewisse Route, dass er aus diesem Loch wieder rauskommt.
Das macht er immer wieder. Immer wieder so. Und das braucht, die brauchen echt lange, manchmal eine Route zu fliegen. Das kann ein bisschen dauern, bis man einsieht. Ich kann immer empfehlen, an einem Turm stehen zu bleiben und da zu warten, von da aus zu gucken, bis der mal draußen lang geht. So. Kleines, hier, Viper. Da ist Viper. Viper hilft mir wieder. Viper ist unser Hase. Hm. Beziehungsweise Viper ist unser Rumi, aber Rumis sollen ja schon so ein bisschen Hasen sein. Passt auch ganz gut zu denen. Oh Mann. Ich hab's verbockt. Ja, stimmt. Viel Spaß. Okay, nein. Was haben sie denn verbockt, junge Dame? Selmi. Ist das nicht die Schlittenfahrerfrau gewesen? Oh, ich hatte schon nicht mehr geglaubt, dass jemand hierher kommt. Doch, es ist die. Man sieht's am Rücken. Mein Name ist Selmi. Ich war mal eine Profischlitterin, aber jetzt unterrichte ich den Nachwuchs in dieser Gegend. Als ich noch aktiv war, hatte ich sogar einen Ehrentitel. Die Königin der Hügel. Du kennst mich noch nicht, oder? Na, eigentlich schon, weil wir waren im ersten Teil schon bei dir. Aber ich weiß nicht, ob alles... ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie fühlt sich Tears of the Kingdom mehr wie ein eigenes Spiel an, als wirklich wie ein zweiter Teil. Der Schneesturm war vorbei, also bin ich auf der Suche nach einer neuen Piste herumgeschlittert. Bis zu dieser Höhle. Als ich die Höhle betrat, verließ mich dann leider mein Glück. In der Mitte war der Weg versperrt und ich konnte auch nicht mehr hinaus. Aus der Richtung des Eingangs hörte ich dann, wie Felsen einstürzten. Ich dachte schon, ich wäre hier verloren und niemand würde mich jemals finden. Aber wenn du mit mir hier unten bist, kannst du doch auch nicht mehr hinaus, oder? Ah, meine Schüler Finn und Russell werden sich schon die größten Sorgen machen, weil ich verschwunden bin. Aber wie soll ich denn hier reingekommen sein, Madame? Ich frage mich, ob es uns gelingt, einen Weg nach draußen zu finden, auf dem wir entkommen könnten. Es sah so aus, als hättest du versucht, durch die Felsen da hinten zu kommen. Hast du etwa eine Idee? Ja. Durch die Felsen da hinten, die nicht mehr da sind. Also, ich kann klettern. Aber erstmal gucken wir, was es hier noch gibt. Erstmal gibt es hier Mayoi. Ja, zur Not kannst du auch meinen Guides angucken, wenn du willst. Da habe ich das auch nochmal alles gezeigt. Ja, ich habe einen Guide zu den Drachen gemacht, das ist richtig. Let's ride. Der Guide hätte ruhig ein bisschen länger noch gehen können, der war ein bisschen zu kurz gehalten alles. Ich bringe es zwar gerne auf den Punkt, aber man muss es ja nicht ganz übertreiben, ne? Ein paar Sachen sind ausführlich dann nicht unbedingt schlimm. Zu 100% eine blöde Frage. Dann stell mal. Der Weg ist ja voll. Ist ja fast nur geradeaus gelaufen hier. Was war denn das? Das ist ein zweiter Eingang. Es gibt zwei Eingänge. Okay, dann muss ich die mal holen. Muss man die Schreine nur finden und auch abschließen? Auch abschließen. Aber da in BOTW das nicht wichtig war, glaube ich, dass es ja auch nicht wichtig ist, was die Truhen betrifft in den Schreinen. Man muss nämlich nicht alle Truhen in den Schrein holen für die 100%. Aber wenn man alle Truhen hat, sieht man eh, ne, dann kommt dieses Truhensymbol hier neben den Namen. Vielleicht habe ich ja jemanden auch gerade was Neues gezeigt, der das eventuell nicht kannte. So weiß man immer, ob man alle Truhen hat. Aber es gibt einen einzigen Schrein, kann ich euch gleich schon mal auch zeigen und warnen, warnen vor allen Dingen. Es gibt einen Schrein, nämlich diesen hier. Der, ich glaube, das ist der Schrein mit den meisten Truhen. Das ist nicht schlecht zu gucken. Ich glaube, der hat 4 oder 5 Stück. Der ist halt auch komplett im Dunkel gehalten, dass man eben nicht alles sehen kann. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch so viele bekommen. Wobei, eine wichtige Truhe muss man so oder da öffnen, sonst kommt man nicht durch. Aber sonst... Ach Menno, wenn ihr wisst... Hä, die Schreine sind auch eines der geilsten Sachen im Spiel, dieses Rätseln. Mein Lieblingsschrein in TOTK, der dunkle Schrein. Irgendwie glaube ich dir nicht so ganz, Nico. Okay, warte mal. Da oben bin ich rein und hier unten geht es auch noch lang, ne? Ach, hier ist der Mayoi. Wahrscheinlich dann, oder? Ja, okay, der war leicht zu finden. Aber ich wusste ja nicht, was der andere Weg ist. Die müssen ja auch nicht immer so krass versteckt sein. Überhaupt, dass das Spiel immer auf alles aufbaut, dass es irgendwie ein bisschen Rätselkram ist irgendwie, wie man das findet. Und so finde ich eigentlich cool, dass sie es immer wieder schaffen.
Ist mit den Höhlen und den Brunnen war ja sowieso beste Idee überhaupt. Amigo ist auch großer Fan davon, richtig? Oh, die Felsen, die den Weg gestellt haben, sind zerbröckelt. Und ich fühle den frischen Wind von draußen. Dank dir kann ich wieder unter freien Himmel Schildschildern gehen. Ich schulde dir wirklich was. Leider habe ich gerade nichts dabei. Aber wenn du möchtest, komm doch gern zu meiner Berghütte im Nordwesten des Hebra-Gipfels. Vor der Hütte brennt ein Leuchtfeuer. Halte danach Ausschau, wenn du kommst. Also dann, meine Schüler machen sich bestimmt Sorgen. Also gehe ich dann mal zurück zur Berghütte auf den Gipfel. Aha, die verschwundene Königin. Also, reden die von der Mutter von Zelda? Gut. Das war aber auch noch nicht die Höhle mit dem letzten Teil, ne? Uns fehlt immer noch ein Teil des Sets und das muss ja irgendwo noch hier sein. Oh, ich find's schon geil, wie viele Höhlen hier sind. Man muss aber auch sagen, viele Höhlen sind haben zwei Eingänge. Also gehören zusammen. Sieht man auch am Namen meistens. Höhle am Ukosee, Osthöhle am Bilon Schneefeld. Ja, hier, die gehören zusammen, genau. Da fehlen noch ein paar. Oder müssen wir was fehlen? Kann man eigentlich sehen... Weiß man eigentlich, wie viele Höhlen es gibt? Der Colton hat da ja irgendwas gesagt. Der weiß das. Umso mehr er kriegt, ne? Wobei, dann schreibt es mal nicht in den Chat. Ich will noch was prüfen. Doch, den habe ich sofort ohne Hilfe geschafft. Und der ist cool, weil dunkel. Aber eine Truhe ist halt mega eklig, Neko, in dem Schrein gewesen. Die habe ich halt auch erst gar nicht gesehen. Bin tausendmal vorbeigelaufen, weil ich nie die Kamera so hatte, dass ich das sehen konnte. Die Kamera immer zu tief gehalten. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Okay, Moment mal. Sehe ich noch irgendwelche Dinge auf Entfernung? Ich glaube, ich habe die meisten Höhlen gemacht. Ich müsste die Höhlen mal alle mal markieren, die ich noch gerade sehe. Da oben ist noch eine. Habe ich die gemacht? Moment, habe ich die? Ja, die haben wir abgeschlossen, okay. Unten hier, die ist noch neu, oder? Ne, das war die von eben. Ich war nur, okay, sah ihm so aus, wäre es noch woanders gewesen. Da ist nichts mehr. Die hatten wir auch schon. Die da hinten gehören ja auch noch dazu. Stimmt, ich muss ja noch auf die andere Seite. Stimmt, das ist ja nicht alles nur auf dieser Seite. Aber hier habe ich so viele schon gemacht jetzt. Ich glaube, ich habe alle. Zumindest hier auf diesen Bergen. Was ist das? Oh ne, hatte ich gerade, okay. Ich glaube, ich habe alle. Die diese Berge betrifft. Außer es ist noch welche, sind noch welche hier hinten, also hier. Aber es gibt auch noch zur anderen Seite welche. Hier sind noch welche. Dann werden wir mal da erstmal hingehen. Machen wir mal die mal weg. Die gehören noch dazu. Nö, brauchst du nicht sagen, Fox. Ist nicht so wichtig. Also... Passt schon. Oh nein, ich hab Wasser vergessen. Ich muss auch wieder Wasser bestellen. Bei Flaschenpost. Ah ja, der neuen Comfy-Emote. Oder habe ich den noch nicht gesehen vorher? Der sieht neu aus. Oder ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Oder wird selten benutzt. Das kann natürlich auch sein. Gut. Hier hatten wir schon mal... Der ist schon seit März da. Ja, noch recht neu dann. Ach ja, wegen der letzten Aktion. Du hast... Ach so. Du kannst mir gerne sagen, Amigo, wo man die letzte Aktion bekommt. Den Rest kann ich ja selber machen dann. Nur die Richtung würde ich wissen. Okay, hier ist irgendwo ein Krogarino. Ja, ich weiß, hier ist ein Griok. Und ich habe mir im Internet mal aus Neugier angeguckt, wie man Grioks einfacher machen kann. Ich meine, wir haben ja schon einen besiegt, so ist es jetzt nicht. Aber ich war trotzdem mal neugierig, was andere so... Oh, da hinten. Was andere so überlegt haben. Und eigentlich ist es genau das, was ich ungefähr auch im Kopf hatte. Man muss ihn halt oft aus der Luft angreifen. Und die machen das, oder welche haben das gemacht, mit Raketen. Immer sich hochzischen lassen mit einer Rakete auf dem Schild. Kommt mit einem Pfeil drauf. Bis er runterfällt, draufhauen und dann, naja, repeat. Aber ich finde das irgendwie blöd, so gegen die zu kämpfen. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Ja, klar, man kann sich noch tausend andere Sonai-Sachen bauen, die vielleicht auf das Ding schießen, ne? Ja. Ich würde doch nur den Krog helfen, ja. Rioks sind schon üble Gegner, weil man die einfach nie treffen kann. Das ist eigentlich das Problem an denen. Die zu treffen ist das Schwierige. Der Rest ist eigentlich okay.
Ja, ich setze hier schon was anderes an. Hier könnte man auch das ältere Set nutzen, aber das bringt ja nichts. Ist ja ein Feuerdingens. Das sieht cool aus. Nee, kann ich gar nicht nutzen. Aber Quatsch. Oh. Okay, was haben wir denn noch für gute Waffen? Die ist bislang die beste hier, ne? Aber warte. Anderes Set tragen. Ja, aber die Waffe geht aber sofort bald kaputt. Die ist nur für Leuen gedacht. Shit. Das ist das Problem bei den Viechern. Die halten einfach so viel aus. Deshalb wollte ich hier gerade irgendwie nicht machen. Gegen zu fighten ist irgendwie cool, aber die halten halt extrem viel aus. Okay, ich setze immer das Set ein. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's doch verstanden, Georg. Nächstes kannst du da nicht durchschießen. Ist angenehmer als auf der Hylia-Brücke hier gerade, weil du dich noch nie mehr schützen kannst. Wie gesagt, das, er despawnt wieder. Oh, das war ja. Nein, die letzte Schuss hat noch nicht getroffen. Das kann nur einer auf mich lasern. So. Set umändern. Jetzt bin ich voll weg vom Kopf gesprungen. Shit. Der ist doof gefallen. Was für ein Drie. Nee, hab ich noch nicht. Ein Krog. Haben die keine besseren Waffen für sowas? Ah, der fängt sofort an zu lasern. Wie ich Laser. Vielleicht sollte ich mal meine anderen Viecher noch mit anmachen. Damit sie ein bisschen draufhauen, wenn er mal unten liegt. Oh. Das war knapp. Boah, kannst du bitte da langklettern? Danke. Okay, wo haben wir denn jetzt das andere Set? Das dauert halt einfach irgendwie so lange, sage ich ja. Aber ich kann ja auch mal einen anderen Bogen benutzen, dann mache ich mehr Damage. Den hier, schön den Bogen von Dämonenkönig. Ich bin der Reaper. Toll. Dieser Windschlag, ne? Macht aber nicht gerade viel Schaden. Das Gute ist, Tulin schießt auch auf den Kopf, wie man sieht. Der eine hat schon ein bisschen Schaden gehabt. Ah, leider one-hitted man mit die noch nicht. Mit den Bogen. Die Köpfe. Noch nicht. Mist, bewegt sich zu schnell. Das schwer zu zielen so. Oh, toll. Wollte gerade sagen, wie der Kopf da runterhängt. Das wäre besser gewesen. Nee, ich bin noch da. Ich mache den Krog nebenbei mit. Ich weiß noch nicht, wo das letzte Ding jetzt hingegangen ist. Irgendwie so ein Mix aus Georg versuchen zu besiegen und Krogarino holen. Aber ich weiß nicht, wo der letzte ist. Ist er jetzt schon auf dem Weg nach oben? Hat er schon sein Mega-Flair? Das Problem ist, dass ich da noch nicht weiß. Jetzt kommt, muss ich wahrscheinlich gleich wieder meine Fee nutzen. Ich habe hier gar keine Ahnung. Ah, doch! Ach, jetzt, okay, als ich auf der Hylia-Brücke war, war das so schlimm, weil ich wusste echt nicht, was dagegen tun soll. Sieht so geil aus, der Feuerball, oder? Bin mal gespannt, wie es bei den anderen aussieht. Kenne ich noch nicht. Oh, jetzt ein geiler, jetzt ein perfekter Dreierschuss auf alle drei Köpfe wäre geil. Aber es klappt nicht. Ging dafür zu gerade. Wo ist denn der Kroggy?
Aha. Oh shit! Oh shit! Oh, hat mich nicht getroffen. Also auf der Hühlerbrücke, da, egal wo ich hingegangen bin, das hat mich überall getroffen. Ist ja viel, viel angenehmer hier diesmal. Hm. Ist der Gliok mit Reach oder Reach? Oh, stimmt, ich hätte mal Reachos Fähigkeit gegen den nutzen können, ne? Hm, mir noch gar nicht dran gedacht. Wäre mal eine Überlegung wert. Ah, ich treffe nicht von der hier aus. Wäre mal eine Überlegung wert gewesen, Reacho zu nutzen. Moment, nebenbei noch Kroggy holen. Ja, wo kommt der Krog jetzt? Da oben bestimmt. Boah, warte mal, kann der Moblin getroffen werden von dem Ding? Okay, Reacho, wo bist du denn? Reacho, gib mir deine Power, bitte. Ja. Weil die ist zu weit, die ist zu niedrig. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Leider kriege ich hier gerade keinen Aufwind. Das ist schlecht. Wie ich einfach kaum Schaden kriege hier. Da ist die Blume, okay. Oh, das sieht so cool aus. Das erinnert mich wirklich ein bisschen an Mega Flare von Sephiroth. Das Ende mal mit dir. Weil es fällt ja halt richtig tief, ne? Ganz schön viel Schaden jetzt, oder? Wo bleibt der denn? Hä? Nein, ich hab den einen vergessen. Geschafft? Ja! Jetzt komm! Wow, bam! Okay. Sehr geiles Finish. Nice. Mhm. Der hat mich beim Krogholen gestört. Ich glaub's nicht. Patsch, 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 patsch. Ein Krog zähnt sich dann. What the fuck? Ein L, der Griox Slayer. Ja, nach Demon Slayer gibt's jetzt Griox Slayer. Ich meine, es gibt auch Goblin Slayer, aber der Anime wird nicht so oft nicht so oft genannt. So. Okay. Ein Tag von Geburt, alles klar. Kannst du mal aufhören, mir den Stein zu schmeißen gerade? Muss das sein? Den machen wir gleich fertig. So, nebenbei noch ein bisschen den Krog. Es wäre cooler gewesen, hätte ich den Krog beim Kampf geholt. War eigentlich auch der Plan, aber irgendwann war das mir ein bisschen viel von diesen. Ich wollte nicht vom Feuerball getroffen werden. Aber ich muss sagen, die Weisen bringen nicht viel gegen Griox. Nicht wirklich. Die Weisen bringen da nicht viel. Man könnte gucken, ob Reacho was bringt. Ja, hätten wir mal testen können. Doch, warte mal. Doch, ich laber Quatsch. Tulin hat was gebracht. Tulin schießt nämlich auch auf die Köpfe. Der bringt schon echt gut was. Es gibt noch den Anime Slayers. Das gibt's auch? Anime Slayers als Name für ein Anime. Okay. Ich bin jetzt der. Ich muss ja den englischen Namen dann sagen, ich bin jetzt der Gliok Slayer. Es war ja auch nur der eine Gliok. Es gibt. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Elektrik Gliok genau ist. Ja doch, eigentlich schon, hab schon mal gesehen. Eis habe ich mal einmal Spaß mich rangetraut. Aber nur so vom Boden aus. Eis ist ja auch wirklich extrem eklig, ne? Der friert dich ein und trifft dich danach nochmal. Obwohl du bist eingefroren, kannst nichts machen und dann kriegst noch einen Hit ab. Minero, aber die fällt auch wieder runter dann, Mike. Und das geht auch nur einmal. Die wird dann danach wieder einfach nur runterfallen. Was soll die denn da oben in der Luft machen? Die kann ja nichts schießen, wirklich. Laser könnte sie schießen. Aber kommt sie da wirklich ran? Hm. Mal gucken. Achso, der Anime heißt Slayers. Mhm. Ist ja gut, Dummi. Aber grob gesehen könnte man Minero noch ein bisschen Sachen geben, ja. Oh Mann.
Das könnten wir machen, ja. Ich muss, glaube ich, nochmal zum Baum. Ich habe die ganzen Höhlen jetzt verloren wegen dem langen Kampf. Was soll ich nur tun? Das ist der von der, von dem Ensemble, ne? Dann fehlt noch der Flötentyp. Oh, hallo! Bist du etwa hier, um mich zu retten? Du hast es erfasst. Oh, danke. Diese Stimme immer, dieses hört sich an wie aus Majora's Mask immer. Der, oh, wer war das nochmal, Majora's Mask? Oder in Ocarina of Time? Diese Tänzer? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich war auf dem Weg zum Dorf der Orni, um den von Schneesturm geplagten neue Vorräte zu bringen. Außerdem wollte ich ihre Herzen mit dem Klang meines Horns erwärmen. Aber da tat sich plötzlich diese Grube hier unter mir auf und padauz lag ich drinne. Papau! Mein Pferd ist weggelaufen, meine Ladung ist hinüber. Bleibt nichts als mein Wagen. Ich kann die Grubenwände leider nicht hochklettern, schon gar nicht mitsamt meinem Wagen. Ich bin hier wirklich kurz vorm Verzweifeln. Doch zum Glück bist du jetzt da, um mir zu helfen. Hast du schon eine Idee, wie ich aus dieser Grube rauskommen kann? Ja. Ich habe nämlich schon einen Luftballon gesehen. Da. Ich überlege gerade, ob da irgendwas spielt, was ich kenne. Aber ich glaube nicht. Was ziehen wir uns immer an? Wir wollen mal wieder unser tolles Rüstungsset anhaben, was ich immer dann habe. Das hier an, Kopf aus. Und das hier. Mhm. Was macht denn Bruce auf dem Account von Vulpix? Wenn der Griok Flammen spielt, ist es dann ein Grillok? Ach so. Haben wir das nicht schon gemacht oder war das beim anderen Streamer? Das war... Nee, ich habe das nicht gemacht. Vielleicht hast du das bei jemand anderem gesehen. Das kann sein. Boom! Oh. Ich habe eine Frage. Ich frage... Oh mein Gott. Ich bin gerade an einer Stelle jetzt. Ist jetzt egal, wo die Stelle ist, aber dort ist eine Truhe, die am Abgrund hängt und weiß nicht, wie man da rankommt. Ich weiß, wo du bist. Du musst das ganze Ding drehen. Die hängt an so einer Stahlkette, ne? Oder so. Du musst das mit... Es gibt einen Mechanismus irgendwo da oben, dass du das ganze Ding drehen kannst. Und dann geht das. Warte mal, warte mal. Wie das denn? Ah, warte. So? Darauf? Nee. Wenn das... Falls es die Stelle ist, ich kenne nur die eine. So. Ja, kannst dich hochklettern? Ja, ich weiß. Wahrscheinlich auf den Wagen, genau. Los geht's. So, gleich muss ich das nur von der Amigo nochmal lesen, wo ich hin wollte. Ah, okay. Ja, jetzt brauchst du nur noch einen Aufwind, aber gibt's hier keinen Flammenwerfer? Muss ich mir jetzt einen eigenen holen? Ach komm, haben die keinen... Doch, hier haben Flammenwerfer hingepackt. Sagen. Tschüss! Feurio! Noch Latein-Fan geworden. Ah, warte mal. Mit wenig Batterie müsste man zwei davon ranpacken, wa? Weil ich verbrauche... Ja, am Anfang hat man ja welche. Das nicht. Ja, so grob raus, ja. Jetzt abstürzt. Ganze Wagen kaputt. Hurra, endlich wieder frei. Guck mal, der hat ein Pferd auf der Weste. Ui, 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 in der Aufregung ist meine Brille ganz beschlagen. Ist das wirklich so? Ich wollte die Kamera drehen. Dass ich kaum was mitbekommen habe. Du hast mich irgendwie da rausbekommen. So viel steht fest. Tausend Dank. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, hätte ich wohl noch einige Tage in der Grube verbracht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Kataklysmus ganz Hyrule verwüstet hat. Wäre ich danach nicht so kopflos das Ensemble verlassen, wäre mir dieser Unfall hier erspart geblieben. Hm. Die Hilfsgüter für das Dorf der Orni sind nun alle unbrauchbar. Da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zum Ensemble zügellos zurückzukehren und dort mein Bestes zu geben. Ich brauche jetzt nur noch den Flöten-Heini. Dann haben wir alle. Ah, du bist dem Herrn Kapellmeister schon begegnet? Verstehe. Das Ensemble zügellos ist also wieder aktiv. Es freut mich sehr, das zu hören. Dann wird mein Horn bald wieder zum Einsatz kommen.
Ich gebe erstmal den Mietwagen zurück und schließe mich dann den Ensemble wieder an. Ich hoffe, ich kann an der Seite vom Herrn Kapellmeister und den anderen wieder viel zu hören, eine Freude machen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich, zum Dank für meine Rettung. Es handelt sich um eine gar köstliche Kochzutat, die mein kleines Abenteuer glücklicherweise unbeschadet überstand. Ausdauerhonig. Ah, hätten wir das vorher gemacht und wären dann zum anderen gegangen, hätten wir denen das sofort geben können. Weil der brauchte das. Der davor, also ich habe ja einen anderen als zweites gemacht. So, die Rettung des Hornisten. Was ist das für ein Name? So, also was hast du geschrieben? Ich mach's aber auch so mit den Raketen, weil ab einem bestimmten Punkt fliegen die sehr hoch. Ja, nur den Aufwand von diesen Kugeln kann man nehmen. Was hat dein Amigo gesagt? Ach, wegen der letzten. Okay, dann sage ich es ungefähr. Es ist auf der Ebene von Hyrule. Es ist auf der Ebene von Hyrule. Meinst du denn... Okay, geht's um einen Schrein? Apropos, ich wollte noch irgendwie... Ich will ja noch die Höhlen noch machen. Aber ich wollte auch noch einen Schrein suchen. Aber vielleicht machen wir die Höhlen erstmal weiter, bevor ich das mache. Ist kein Schrein. Ja, dann weiß ich doch nicht, wonach ich suchen soll. Man muss es schon genauer sagen, als wenn ich da jetzt stundenlang hin und her laufe. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Da musst du schon ein bisschen präziser werden. Turm am Karugepass. Wie er guckt, die Zähne. Zeig mir das nochmal, Link. Das sieht beim Laufen immer so cool aus, wenn er nicht irgendwie so hält wie jetzt. Ich frage mich manchmal, ob manche Entwickler Sachen einbauen in ein Spiel, so Kleinigkeiten, die total sinnlos sind, ne? Also die halt wirklich dem Spiel an sich gar nicht gebraucht werden. Sie werden nur eingebaut, weil der Entwickler gerade irgendwie so wenig zu tun hat und denkt sich, oh, ich finde das ganz cool, ich mach das noch mit. So ganz, so irgendwelche kleinen Effekte. Dass die einfach so im Spiel drinne sind, obwohl die sonst kaum jemand mitkriegt. Ah, Foxy, perfekt. Nein, südlich vom Spähposten beim Abgrund und dann links. Da sind ein paar Zelte und da ist ein Buch. Oh, ich habe das Buch nie gelesen. Oh, okay. Aber kann das sein, dass es das Einzige ist, was man nur darüber bekommt, Hamigo? Weil alle anderen bekommst du doch auch, glaube ich, einfach nur, wenn du spielst, oder nicht? Bei mir ist der Sound verzögert, dann liegt es aber an dir. Ja, bei mir ist es nicht. Mir wäre es aufgefallen, wenn. Dann musst du nochmal neu laden. Okay, ein Apple, ein Appletini. So, jetzt habe ich ihn gegessen, ne? Ah, ich bin ja voll der Smarty. Gucken wir gleich mal nach, Amigo. Gucken wir gleich mal nach. Wie spät haben wir es? Ist ja erst kurz vor Einse. Na gut, wir haben... Aber bei dem Spiel geht die Zeit schon schnell rum, das muss man zugeben. Und wann, mit wie viel Prozent haben wir irgendwie angefangen? Mit 42%. Und wir schaffen in einem Stream vielleicht 3, 4, 5%. Können wir noch vorstellen, wie viele Streams noch gibt. Wenn es 5% wäre, dann wären es noch 10 Streams irgendwie. Aber stimmt ja nicht, ich mache ja noch mehr als die 100%. Und die Crocs werden lange dauern. Wir haben jetzt 44,5. Ja, gut, aber die Crocs werden lange dauern. Wo waren jetzt die Höhlen? Wir haben noch welche gesehen. Hallo? Was, Libelle? Dankeschön. Dass du einfach so in mein Inventar willst. Moment. Da beim Schrein ist eine Höhle. Wie Wechsel? Was meinst du?
Oh, warte, ist das sogar die Höhle schon? Oh, nee. Das war nicht die Höhle. Ich glaube, ich sehe den Eingang. Da hinten ist einer. Oh, die sieht aber auch special aus. War ich da schon? Nee. War das genau die, die ich gesehen habe? Ich glaube, ja. Um 1 Uhr zu Mario. Ich wechsle das Spiel nicht. Wir spielen heute 4-5 Stunden TOTK. So wie die nächsten Sonntage auch. Wie jeden Sonntag erstmal. Lange Zeit. Bis das Spiel immer durch ist. Oder irgendwann was angekündigt wird, wo ich dann einen zweiten Playthrough mache oder DLC kommt. Dann muss man überlegen, ein bisschen mehr zu streamen, dass ich das vorher schon fertig kriege. Okay. Das Eis kann man wirklich nicht kaputt hauen oder so. Ja, hier kommst du ja noch so hoch. Freitag ist auch, was man Bock hat. Den Streamplan, den du anguckst, der ist doch veraltet, oder? Ah, nee, das war diese Woche. Nein, nein. Freitag habe ich jetzt gar nicht gestreamt. Diesen Freitag. Das ist, die Streamplans sind immer von der jeweiligen Woche. Den neuesten Streamplan habe ich noch nicht gemacht, da muss ich noch gucken. Ich weiß aber, dass wir nächste Woche, also kommende Woche jetzt mal dieses Pokémon Fusion angucken. Das sah ganz witzig aus. Das will ich mit euch mal ein bisschen näher nochmal angucken. Eigentlich würde ich noch was, hätte ich noch Yoshi's Woolly World reingepackt, aber ich habe meine Wii U leider weiterhin nicht. Hat sich jetzt nicht ergeben am Wochenende. Wie gesagt, ich komme da nicht so einfach mal eben rum. Warte mal, was schon alles? Wer ist das in dieser Höhle nicht? Okay, ich dachte irgendwie... Irgendwie ich das Gefühl gehabt, die Höhle wäre irgendwie special. Das ist aber irgendwie nicht. Schade. Boah, der Stein daran ist eigentlich total die Verschwendung, ey. Machen wir mal kurz runter. Synthese rückgängig. Machen wir die Sichel ran, weil ich die geil finde. Infinite Fusion heißt es, ne? Genau. Diablo könnte ich höchstens mal überlegen, ob ich das vielleicht einstreamen lassen, mal mache. Einmal so zum Zeigen des Spiels. Mal einstreamen lang. Wird's auch öfter streamen, aber ich weiß halt wieder echt nicht. Ich glaube, das ist für die meisten hier nichts unbedingt. Ich kenne halt ein paar, die das spielen. Bei uns in der Community, aber es sind halt, glaube ich, eher weniger. Mach auf da, den Kasten. Okay, das war jetzt aber nicht special hier, ne? Oh, warte mal, da geht's noch weiter. Ohne Momento, da sehen wir doch noch was. Nehmen wir wieder einen Flammenwerfer. Der Sound hört sich immer so an, als würde ein Krog hinter sein. Wow. Also die Höhle hier war irgendwie... Also... Ich weiß nicht. Ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen. Mit diesem blöden Waffe. Der Eingang wirkte so, als wäre da irgendwie mehr. Hinter. Aber hier war ja auch nicht ein Ramdas Schatz-Symbol, also von daher. Das wollte ich eigentlich finden. Ich wollte das ganze Set von Ramdas Schatz finden. Mir fehlt nur noch ein Teil. Ich wollte jetzt nicht im Internet nachgucken, wie das geht. Ich dachte mir einfach, ich gucke einfach alle Höhlen ab und irgendwann finde ich das schon. Ich muss ja sowieso irgendwann mal alle Höhlen machen, von daher. So. Weil ich das Dach kaputt mache. Ging nicht.